sehr kreativen Intro gemacht hat, ist Call of Duty Black Ops 6 draußen. Ich bin süchtig danach, ja. Ich habe schon 30 Stunden Spielzeit. Bin bald Prestige 1, ja, ich weiß, ich bin Noob. Das ist das erste Call of Duty, das ich spiele. Also bitte hate mich nicht. Aber Leute, heute soll es natürlich nicht darum gehen, wie ich Black Ops 6 spiele, sondern darum, was denn eigentlich in so einem Voice-Chat passiert. Und was passiert, wenn man verliert? Natürlich, ne? Rage, ne? Beleidigen, ne? Ist doch klar, was auch sonst, ne? Oder ich sag's euch, Digga, beim Ragen, Digga, ich werd immer richtig aggressiv. Natürlich gibt es viele verschiedene Leute beim Ragen und natürlich gibt's ja Nummer 1 die Person, die immer ihren Controller kaputt macht. Und ich bin so hyped, diese Person nicht wirklich. Ich habe mal einen Controller kaputt gemacht und den habe ich hier für euch. Das ist ein PS5-Controller in Rot, Weinrot, würde ich sagen. Und den habe ich beim Astrobot-Spielen kaputt gemacht. Und dann ist mir halt das passiert. Und der hier lässt sich nicht mehr runterdrücken. Und der Controller hat auch leicht Stick Drip. Man sieht auch hier. Ja, ich habe oft so beim Raging gemacht. Da habe ich mir dann immer die Handfläche verbrannt. Naja, der geht nicht also. Aber natürlich gibt es noch Nummer 2. Die Person tatsächlich schon mal in zwei YouTube Shorts dargestellt. Aber natürlich gibt es die Person, die Handy spielt. Mobile, ne? iPhone 11 und so ist das, glaube ich. Keine Ahnung. Aber natürlich gibt es auch die Type of Person, die halt einfach nur anfängt rumzubeleidigen im Chat und immer den anderen Leuten den Schuld gibt. Da würde ich euch gerne zeigen, wie es aussieht. Ich kann es euch nur so ungefähr zeigen. Ihr werdet nicht viel verstehen. Ja, komm, den hol ich. Er hat mich geholt, Bruder. Digga, deine Familie. Noch bei anderen Sachen ragen, so wie eigentlich jeder Sache. Also zum Beispiel beim Buch lesen. Ja, oder? Das macht jetzt nicht. Boah, wie langweilig ist dieses Buch. Noch eine Seite. Ja, bitte. Es ist noch eine Seite. Digga, ich hasse den Schwulen-Orgasm. Mutbock, es ist wirklich so ein Scheißbuch, Digga. Ich muss dazu ein eigenes Video machen. Wirklich, Bruder. Das Buch hat mich depressiv oder so eine Scheiße gemacht, Digga. Natürlich erst wirklich, wenn andere Leute zu Schaden kommen, ne, sowas wie der kleine Bruder, ich bin Einzelkind. Oder natürlich auch beim YouTube-Videos filmen, wenn man vergisst, dass man... Was soll ich noch sagen? Rage Quit bekommen, wenn man YouTube schaut und irgendein YouTuber dich so richtig aufregt. Sam eigentlich, ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Er wollte dann eigentlich um 6 Uhr herkommen und es ist... Von 6 Uhr. Bestimmt wird er wie immer mit der Tür ins Haus fallen oder so. Haha, Leute! Ich bin aber gerade wie immer mit der Tür ins Haus gefallen. Bruder, hasse ich diesen Kacker. Der hat erstmal ein Dislike geben. Ich glaube, das war's fürs erste Mal im Video. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Und ciao, Leute! Tschüss! Ich gehe jetzt wieder Black Ops 6 spielen.